Grüß euch und hallo, Bitwalker hier, willkommen zurück zu einer gemütlichen Tracker-Romantik hier bei SnowRunner. Ja, hab's wirklich wieder mal sehen. So, immer dachte ich, mache heute mal einen Auftrag hier von den richtigen Husky-Forwarding-Aufträgen. Und zwar Arbeit für echte Kerle. Wir müssen hier einen Steinbruch Betonplatten bringen, also eine Betonplatte und zwei Ersatzteile. Das heißt, es sind eigentlich dann vier Einheiten an Waren, die wir transportieren müssen. Und faul wie ich bin, würde ich es nicht gleich alles in einen Rutsch machen. Das heißt, ich brauche Betonplatte, glaube ich, brauche zwei Einheiten an Platz. Das heißt, ich brauche einen langen Hänger. Da gleich eine Frage an euch. Wie handhabt ihr das mit den Hängern? Holt ihr euch die, fahrt ihr die immer wieder zurück oder verkauft ihr die dann, sammelt ihr die? Wie macht ihr das? Was macht ihr mit euren Anhängern? Ja, also ich werde einfach mal schauen, welchen Anhänger ich hier stehen habe und werden überlegen. Ich schau mal an, was für Anhänger das gibt. Ich habe hier stehen, und dann holen wir uns meinen Truck einmal und zwar werden wir, also ist die Frage, soll ich meinen Geländetruck fahren, aber in Wirklichkeit sind es alles hier hauptsächlich befestigte Straßen. Ich denke, ich kann mit meinem Großen fahren. Weil richtig Offroad extrem ist es nicht. Das heißt, wenn wir mit dem fahren, dann werden wir jetzt mal schauen, was wir da drauf montieren an Rahmen zusetzen. Den braucht man nicht, sondern die Sattelkupplung niedrig. Jetzt mir die Frage, ich erkenne oft nicht bei den Hänger, welche Aufhängung haben die. Also wie werden die angekoppelt? Also die einen heißen Auflieger, sind trotzdem ganz normal hinten mit dem Haken anzuhängen. Da gibt es ja die anderen, die heißen wieder anders und weiß nicht, ich habe da ein bisschen durcheinander. Also vielleicht kann man hier mal jemand weiterhelfen. So, schauen wir mal schnell mal nach, was es für Hänger gibt, was da Sinn macht, was sinnvoll ist. Ich habe jetzt übrigens die Spiellautstärke ein bisschen raufgedreht. Ich hoffe, das ist auch recht. Weil bei den anderen Videos ist es recht leise, kommt man vor. So, jetzt mal nach außen schauen, was wir sehen. Ah, machen wir was anderes, machen wir einen Tag. So, jetzt halt wunderbar. Also, die Frage ist, was sind Hänger nehmen wir? Tiefladeranhänger hat 5 Einheiten. 4 brauchen wir für den Tank, brauchen wir nicht. Tiefladeranhänger mit 2 ist zu wenig, ist zu wenig. 5 geht wieder. Und 4 ginge auch. So, Rampenauflieger, mit denen würden wir besser um die Kurven kommen. Haben wir sonst noch im Angebot? Schwanenhals, das ist auch ganz lustig, glaube ich. Was hat das für einen Vorteil? 5. 4 braucht man. Das ist eben die Frage. Das ist ein Tiefladeanhänger und dieser Auflieger, der liegt wirklich auf und der Auflieger hängt aber dran. Also, auch wenn es Auflieger heißt, ist es nicht immer Auflieger. Also das verwirrt mich ein wenig. Ich nehme mal an, dass es Übersetzungsfehler sind oder ja, ich weiß auch nicht was. Keine Ahnung. Oder soll man das da nehmen? Was nehme ich denn jetzt für einen Hänger? Da vorne habe ich einen stehen, da den da. Aber das ist wieder einer, der halt nicht mitdreht. Dann musste das Ganze, das ist wieder so eine Platzsache. Nein, ich glaube, ich will wirklich. Ob ich denn jetzt gehabt? Den da nehmen mit vier Einheiten. Eine Betonplatte, zwei Ersatzteile. Ich glaube, das wird etwas gescheiter sein. Also bitte um eure Tipps, wie ihr das so macht. Oder so an. Ah, ich nehme mal so an. Also ich verkaufe den auch immer wieder. Mal schauen, wie funktioniert denn der? Was kann man da machen eigentlich? Rampe aktivieren. Ah. Ah ja, sehr praktisch. Okay. Gut, ich fahre jetzt mal da rüber und hole mal. Oh, 70 dürfte ich fahren. Uiuiui. Und hole mal jetzt das ganze Gekrempel und Zeug. Also das erste Mal. Ich glaube, das ist nicht so spannend, weil da links rüberfahren macht nichts aus. Ja, ich melde mich noch, wenn ich wieder bin, wo es interessant wird. Also bis gleich. So, jetzt bin ich voll beladen. Das sind die zwei Einheiten Ersatzteile und die Bodenplatte. Ihr seht hier rechts einen Hänger stehen. Ist also ein Hänger gewesen, den habe ich mitgehabt und ja. Ob man ihn mehr braucht, habe ich einfach stehen lassen. Also wie gesagt, zurück zur Frage, wie handhabt ihr das mit den Hängern? Und die Idee, was ich jetzt gehabt habe, ich habe euch am Steinbruch, glaube ich, einen Hänger stehen.
Die Frage, oder was ich probieren will, kann ich den Hänger auf diesen Hänger raufziehen und fixieren und mitnehmen? Das ist natürlich auch eine coole Sache. Weil dann würde ich einfach zurückführen und dann die ganzen Hänger dann entsprechend verstauen und wieder verkaufen. Ich weiß, dass man ein bisschen an Verlust macht, wenn man es verkauft, ja, aber ich denke mir auf der anderen Seite, ja, mein, die paar Kröten, mehr oder weniger, ich weiß nicht, ob das eine Rolle spielt. Das ist der Vorteil bei diesen Hängern, den kann man so richtig schön um die Ecke drehen. So, und jetzt geht es Richtung Steinbruch. Warte, muss ich vielleicht kurz mal sorry, auf die Karte schauen. Das ist eine Hüstelei. Und zwar der Steinbruch recht spannend, weil der zum Fahren recht blöd ist, weil da ist es nämlich überall ja, ein bisschen eng und so weiter. Schauen wir mal. Gut. Also da fahren wir es dann mal rum. Und die Fahrt nehmen mit, also der Vorspul, falls es jetzt nicht so langweilig ist, vielleicht habe ich ein bisschen was zum Erzählen, wenn mir was einfällt. So, jetzt fahren wir nochmal rüber. Was ist denn ein Truck? Den mag ich recht gern. Aber der Fleet, da ist auch Wahnsinn, also mit dem letztes Mal gefahren bin, glaube ich, oder? Etwas flachere. Weil ich bin letztens eine Mission gefahren und habe gedacht, ja, vorher eine Mission. Niemand denke mal so, ah, das kann Allrad eigentlich ausschalten, weil es ja normal Asphalt ist. Da bin ich drauf gekommen, dass der Allrad gar nicht eingeschalten war. Aber das Auto, der Truck, der geht so gut im Gelände. War echt erstaunt. So, jetzt müssen wir schauen, jetzt müssen wir da runter. Dann werden wir auf die Außenansicht wieder, obwohl das wieder eine sehr liebliche Geschichte wird. Und da müssen wir jetzt runter. Eieiei. Einzige Nachteil ist bei dieser Art von Hänger, muss ich aufpassen, dass man den nicht überholt. Oder runterschiebt. Ja. Dann springt die Kamera ein bisschen herum. Ja. Dann müssen wir da ein bisschen runterkommen. Man kann hier so querfeldein über diese Buchtungen runterfahren, aber das mache ich jetzt glaube ich eher nicht. Ich werde erst den Kreis fahren und dann da drüben ganz normal den Weg runter. Es geht ja hier an und für sich recht gut. Aber da unten habe ich einen Hänger herumstehen, wie gesagt. Den möchte ich dann vielleicht mitnehmen probieren. Ah, Schräglage. Das ist auch das Schöne bei dem Truck, der kippt auch nicht so leicht. Ich meine, ja, die letzten Videos haben das Gegenteil bewiesen, aber halt nicht so leicht. Ja. Da unten habe ich auch immer einen Hänger stehen, oder auch nicht? Nö, doch nicht. Okay. Haben wir es getäuscht? Da steht doch kein Hänger rum. Okay, wirklich nicht. Also, wir müssen es aber trotzdem probieren, mit dem Anhänger vielleicht, der dann bei der Ding steht, beim, wo ich das Beton geholt habe. Vielleicht kann ich dort mal probieren, ob ich den Hänger auf den Hänger raufkriege. Aber jetzt fahren wir mal hier runter in den Steinbruch. Und Plan wäre schon auch wieder mit diesem Hänger dann zurückzufahren. Jetzt sollte man doch ein bisschen sparsamer sein mit seinen Credits. So, mal schauen, drehe ich mich da runter oder soll ich da einen Kreis weiterfahren? Wo geht denn der Kreis weiter hin? Warte mal auf die Karte, schauen wir, da ist weiter vor, da entlang, dann komme ich aber nicht runter. Achso, da geht's auch. Gut, da ist gleich runterdrehen. Mal probieren können wir es, oder? Weil spannender ist. Wird schon extrem, oder? Möglichst weit ausholen, probieren. Macht das Sinn? Nein, es macht keinen Sinn, oder? Nein. Das macht keinen Sinn. Man kann die Kamera nicht gescheit zentrieren, wie das kein hätte. Na, wurscht. Problem ist natürlich dann einfach das Spritproblem. Da bist du ran nirgends runter. Ja, doch, da hinten dann. Okay, da fährt man wirklich große Kreise. Na gut, ist ja der Steinbruch, gell? Und kein Highway. Oh, jetzt schiebt an, es gibt ja Gas. Ich bin ja schon gespannt, für diese Trucks gibt es ja dann auch diese Highway-Getriebe, also diese Überlandgetriebe. Vielleicht kommen wirklich bei Maps dann Gebiete, wo es wirklich schnelle Trucks brauchst, da bin ich neugierig.
In Michigan haben wir ja erst zwei Map-Teile hier erforscht. Und den Tunnel zum nächsten Map-Teil habe ich schon geöffnet oder schon gesehen. Aber in Michigan gibt es ja nur zwei Maps, die ich noch nicht gesehen habe. Also, aber da will ich es nicht einfach rüberschauen, sondern das möchte ich schon hier entsprechend der Aufträge dann abhandeln. Doch, da steht doch ein Hänger. Okay, den kriege ich nicht drauf, das ist dasselbe, was ich jetzt habe. So, erledigt. Das ist so ein Hänger. Was hat denn der da drauf eigentlich? Ja, den kriege ich da sicher nicht drauf. Das ist ja genau auf der anderen Seite interessant zu probieren, wäre schon. Ja, das machen wir jetzt. Jetzt haben wir mal den da kurz mal da herparken. Nicht abstellen. Dann holen wir uns den anderen Hänger. Da man immer entladen dann auf jeden Fall. Und dann probieren, obwohl wir sicher für Mission brauchen wieder. Nein, das macht man anders. Das macht man anders. Wisst ihr, ich fahre jetzt zurück und werde das ganze Experiment dann dort machen, wo ich den die Betonplatte geholt habe. Und wenn wir schauen, ob wir dort den Hänger dann da raufziehen können. Gibt es eine Chance? Nein, zu weit weg. Also ich schaue bis den Hänger und fahre dann zurück. Und wir sehen uns dann dort beim Experiment mit dem... Warte, das probiere ich vorher noch was aus. Das probiere ich aus. Ob ich da rauffahren kann, da vorne. Passiert mir es einfach. Wenn wir da vorne raufkommen. Jetzt sind wir ganz wilder Hund. Jetzt sind wir ganz wilder Hund. Und fahren da vorne da richtig einfach da querfeld ein rauf. Da bei der nächsten. Ich glaube, es kommt da rauf. Ist schon ein bisschen zu steil. Ha? Probier es aus, komm. Also wurscht. Nein, das geht nicht. Nein, das ist ein Schwachsinn. Nein, nein, nein. Obwohl? Nein, das ist auch zu steil da gekommen. Was hast du für blöde Ideen? Nein, wir sehen uns, wenn ich dort bin, beim Betondingsbums, da probieren wir das aus. So, bis gleich. So, jetzt bin ich gespannt, wie wir das zusammenbringen. Mal schauen, ob es geht. Pass auf, jetzt werden wir da mal die Rampe aktivieren. Okay, das geht noch nicht so ganz. Ein bisschen vorfahren. Nochmal zurück. Ups, keine gute Idee. Passt. Dann sagen wir es da mal Winde anbringen. Mal schauen, ob das geht. Was ziehen wir da jetzt? Ein Stück vorfahren, so jetzt. Nochmal Wind anbringen, probieren wir es einmal. Aha, theoretisch geht das, jetzt stehe ich wieder schlecht. Moment, da müssen wir genau hier backen. Aha. Wieso kann ich die Rampe nicht mehr rauffahren? Keiner weiß es warum. Achso, Bremse wird jetzt nichts zu tun haben, oder? Ah, da, das steckt fest. Jetzt muss ich mal schauen, dass ich den Hänger da jetzt genau hinbringe. Ja, das spielen wir jetzt ein bisschen. So gefühlt habe ich das eine Stunde herumgeparkt. Das ist echt nicht mein Ding, so ein Hänger. Und probieren wir es trotzdem, ob das geht, aber es scheint nicht zu funktionieren. Ein bisschen vorfahren fällt, das ein bisschen gerade ziehen, das ist nicht eine Idee, es ist nur einfacher geht. So. Wie weit können wir ziehen? Bis daher. Also richtig raufhängen. Also warte mal. Was ich meine anbringen? Das geht auch nicht aus. Zu weit weg. Zu weit weg.
Ja, das geht nicht so, wie es man gedacht hätte. Die Frage ist natürlich, wenn ich jetzt so geformen Truck selber drauf, die ziehen drauf. Ja, ob er die GD, den Hänger abhängen, den Hänger mit dem Truck direkt da drauf ziehen, wäre eine Idee. Aber wie machst du den Hänger dann fest? Den kannst du nicht befestigen, glaube ich halt. Auf jeden Fall geht es nicht so, wie man das jetzt gedacht habe. Schade. Probieren wir es einmal. Das Ganze gerade ziehen wäre eine Idee. Alles in Reihe und Glied ist wunderbar. Aber das lässt sich nur bis hierher ziehen. Genau, ist der Windenpunkt ist natürlich. Und ich weiter vorne keinen Windenpunkt habe. Wäre vielleicht die Überlegung oder die Frage, ob es ginge mit einer längeren Winde. Das ist die einzige Idee, die vielleicht was bringen könnte. Aber da eben, wie gesagt, bringt es nichts, weil ich komme einfach da nicht drauf. Schade, schade, schade. Das wär's gewesen. Wo ist probiert trotzdem noch eins? Probierst du einfach, weil es mich interessiert. Wenn wir da meinen Truck reinfahren, den Anhänger lösen. Den Truck rauffahren, pass auf, ein bisschen unkonventionelle Art und Weise vielleicht probieren. Ja, zu weit. So, Anhänger koppeln. Hey, und jetzt fahren wir da rauf. Geht sich das aus überhaupt? Der Hänger zu schmal, oder? Da kommen wir nicht mehr rauf. Ja, da braucht es wahrscheinlich noch einen Schwerlasthänger. Das geht sich nicht aus. Schaut das genau. Ich sag mal, bei uns ums Ohr schlägt es breit. Halb, halb bitte wieder. Ah, nein, das geht nicht. Das mag er nicht. Ja, das mag er nicht. Nö, schade, das wäre es gewesen. Also besonders so ein Haufen Sprudel verbraucht, dass ich wahrscheinlich nicht mehr zurückfahren kann vor lauter herumexperimentieren da. Also diese Achswürst, die Achsdrehanhänger, wie man die heißen, an die sind ein Graus für mich. Oh mein Gott, sag's euch. So, da müssen wir entladen da. Kann man das überhaupt Fracht entfernen? So ein Hänger, das ja da stehen, zack. Also ich könnte hängen, aber da ist irgendwo ein Hängershop. Siehst du, ich könnte alles packen und da verkaufen. Das mache ich jetzt noch. Ich verkaufe den Hänger, dann stehen sie blöd herum und ja, würde mich über eure Kommentare zum Hängermanagement freuen. Bin ich schon gespannt. Ja, das war's. Bis zum nächsten Mal für euch. Tschüss, ciao, euer Bitwalker.